untersucht wurden. Gibt es noch andere Tiere, die in der Warteschleife sind? Ja, ich habe irgendwo Wir haben heute Vormittag zwei weitere Verdachtsfälle bekommen, erstmals außerhalb der Steiermark, nämlich einen Schwan, einen toten Schwan, der im Bereich des Wasserparks in Wien-Donaustadt gefunden wurde und eine Wildente im Bezirk Klosterneuburg in Niederösterreich. Beide Fälle sind noch nicht endgültig bestätigt, aber es besteht der dringende Verdacht, dass in beiden Fällen H5N1 vorliegt. Die Frau Stadträtin Wessely hat mich über die Maßnahmen in Wien informiert. Sie haben sich vorsorglich dazu entschlossen, den Wasserpark an der Alten Donau in Donaustadt vorübergehend zu sperren. Vor allem auch, um hier die Fütterung zu unterbinden und eine mögliche Infektion von Kleinkindern zu vermeiden. Die Enten, die gehen so noch gar nicht her, die sind mehr im Wasser da bei uns. Ja, sofort, die sind mehr bei uns im Wasser und kommen eigentlich nicht raus. Und wenn man nicht direkt Kontakt hat mit ihnen, also kann auch nichts passieren. Nicht?